Haben Sie außer Ihrem Beruf, ich meine, wenn man diesen Beruf ausübt, und zwar so ausübt, wie Sie ihn ausüben, kann man eigentlich nicht viel andere Interessen haben. Aber haben Sie noch irgendwelche anderen Interessen, Dinge, die Sie gerne machen oder tun würden, wenn Sie Zeit dafür hätten? Die Hobbys, nicht wahr? Die habe ich wirklich nicht, denn die Zeit wird mir einfach zu kurz. Der Tag verfliegt so schnell. Ich weiß gar nicht, was ich früher anfangen sollte. Es sind viele neue Partien, die auf mich zukommen. Es sind viele Lieder, die ich unbedingt studieren möchte. Plattenaufnahmen. Und man braucht auch Zeit, sich auszuruhen und eben sich der Familie ein bisschen zu widmen. Also derzeit kann ich nicht mit diversen Hobbys aufwarten. Singen ist ein Round-the-Clock-Job. Ja. Nicht? Also ja. Das... Ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn man wirklich ganz fest drinnen ist, dann hat man eigentlich gar keine Zeit. Nein, die Leute sagen das dann nur, dass sie das gerne möchten und so weiter. Mögen, naja, aber tun bleibt fast keine Zeit. Gerade wenn man im Aufbau einer Karriere ist, das ist sehr Man wartet auf die Zeit danach. Man sagt sich, nachher werde ich alle die Bücher lesen, die ich jetzt möchte und keine Zeit einfach finde. Oder nachher werde ich das und das tun. Wer weiß, was nachher ist. Vielleicht werde ich dann so viele Schüler haben, dass ich von früh bis spät unterrichten werde. Sicher, ganz bestimmt sogar. Denn das, was Sie zu bieten haben und was man von Ihnen abhören kann, wie man so sagt, ich könnte mir vorstellen, dass ja da ein Run einsetzt, der nicht von schlechten Eltern ist. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Frau Grubarova, wenn Sie sich heute entscheiden dürften, würden Sie auf jeden Fall wieder Sängerin werden? Ganz sicher. Immer wieder? Ja. Das ist das Richtige. Da war schon meine Lehrerin in der ersten Klasse Volksschule, die zu meiner Mutter sagte, ja, ihre Tochter muss Sängerin werden. Die hat das damals schon erkannt. Und ich glaube ich auch, denn ich habe an allen Kinderfesten, seit ich mich erinnern kann, gesungen und mitgewirkt und mit Freude und ohne Angst und ohne Lampenfieber, was man heutzutage ja wohl hat. Es muss sein. Sie meinen damit, dass ein Sänger, der wirklich ein guter Sänger sein wird oder ein hervorragender oder ein außergewöhnlicher, dass er überhaupt keine Wahl hat, etwas anderes zu tun, sondern er muss einfach singen. Ich glaube, es ist das Schicksal, wie man das so sagt. Es ist bestimmt. Ich glaube daran, denn ich wollte auch etwas anderes werden. Ich wollte etwas mit Medizin zu tun haben. Und dann sind die Wege so gelaufen, dass ich nicht anders konnte. Ich wurde buchstäblich zum Klavierspiel gezwungen und geführt. Wurde ich buchstäblich zum Vorsingen, zu Aufnahmeprüfungen ans Konservatorium gezwungen, geschickt. Und ich habe das dann auch gemacht, wurde ich aufgenommen. Und auch die Idee, an die Wiener Oper zu schreiben, um vorsingen zu bitten, es kam von anderen
Menschen, die überzeugt waren, es muss so geschehen, und ich habe das irgendwie nur getan. Ich wurde dahin geführt, und es ist immer gut, es hat sich gut ausgegangen. Das ist erstaunlich. Es hat Sie also nicht selbst dazu getrieben, sondern Sie wurden vom Schicksal dazu gezwungen. Ich glaube, es Gott ist Gott sei Dank. Da können wir dem Schicksal nur dankbar sein, dass es uns so einen großartigen Dienst erwiesen hat. Ja, natürlich, es gehört dazu dann auch viel Wille und harte Disziplin. Es werden viele dazu geführt, aber dann, das ist nicht das Einzige. Die Voraussetzungen sind eben Fleiß, harte Arbeit, Ausdauer. Können Sie mir zum Abschluss noch eine Rolle sagen, die Ihnen vorschwebt oder die eine Traumrolle für Sie wäre, auch wenn Sie sie vielleicht nie singen würden? Irgendetwas, was Ihnen stimmlich oder in der Darstellung oder vom Musikalischen her? Es wäre eben vielleicht die Turandot. Wirklich? Sehen Sie, das ist halt doch eine Parallele dazu, Frau Sutherland. Nein, aber das ist wirklich nur ein Traum, der nie, hoffentlich nie. Für die Schallplatte wäre das durchaus möglich. Die Schallplatte macht alles möglich. Ja, ich weiß nicht, ob das aber auch ehrlich ist, nicht wahr? Das ist wieder was anderes. Wenn man eine Rolle nur auf die Platte und denn die Rolle ja, lebt auf der Bühne. Es gibt aber solche Fälle. Es gibt solche Fälle. Ja, sicher. Ja, Frau Gruberowa, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und ich wünsche Ihnen wahnsinnig viel Erfolg und dass jeder Mensch so viel Freude an Ihrem Singen hat, wie ich es habe, wenn ich Sie höre. Jedes Mal wieder, es ist immer dasselbe. Ich bin immer wieder begeistert. Danke vielmals. Thank you.